Herzlich willkommen zurück zu Beast Factor. Hallo. Und heute habe ich mir mal ein kleines Thema rausgesucht. Ich habe es euch schon mal angesagt, dass ich das machen möchte. Nun ist es endlich soweit. Und zwar werde ich mit dem Tobi ein paar Themen besprechen. Sag mal ganz kurz, wie schreibt man, was wollen wir machen? Math Fabricator. Ja, und ich sehe gerade durch den Server Restart haben sich unsere Turtles auch verabschiedet. Ja, das Thema, was ich habe, also das, was als allererstes auf der Liste steht, ist Hartz IV. Ist es zu viel oder ist es zu wenig? Kann der Tobi uns ein Lied singen, Ich bin kein Hartz IV-Empfänger. ne? Fick dich, der Mongo. Wie ist es zu viel, ist es zu wenig? Na, ob die jetzt. Also, ich weiß ja nicht. Du kennst dich da wahrscheinlich schon ein bisschen besser aus. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass du Hartz IV beziehst oder so. Aber du kannst ja mal sagen, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel das Hartz IV jetzt eigentlich ist. Du Ich weiß müsstest. auch nicht, nee, ich muss es nicht wissen, ich weiß es auch nicht, aber naja, das ist ja auch, also im ersten Sinne ist es natürlich was ganz anderes als zum Beispiel als arbeitslos zu sein. Hartz IV ist ja, wenn du, naja, wenn du einfach zu faul bist, um arbeiten zu gehen. Naja, bei manchen ist es aber so, die können sich's einfach verdienen, werden einfach ausgebeutet, ne? Ja gut, wenn man sich ausbeuten lässt. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil manche sind echt schon zufrieden für den Job, den sie bekommen. Naja, dann kriegst du aber auch kein Hartz IV. Ja, aber wenn die jetzt, ich meine das so, dass die froh sind, dass sie überhaupt einen haben, aber sie müssen dennoch Hartz IV ziehen, weil sie eben zu wenig verdienen. Ja, das ist ja richtig. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, weil Das finde ich ja auch nicht schlimm. ja, du meinst eigentlich die Typen, die wirklich absolut gar nicht arbeiten gehen, ne? Genau. Genau, das meine ich. Vor allem das Dumme ist ja, ne? Ich habe da mal nachgeguckt. Wenn das hier die Agentur für Arbeit, ich weiß jetzt auch nicht, wie das bei den anderen heißt, ist mir auch vollkommen Jacke. Wenn die jemanden kontrollieren wollen, ne? Dann schreiben sie ihn erstmal an. So, wir kommen an dem und dem vorbei zur Kontrolle, ne? Das ist ja schon das erste Signal für die durch das Hartz IV sich alles Mögliche leisten können. An dem Tag müssen wir unser Zeug, was sehr wertvoll ist, verstecken, ne? Ja. Und das Problem hauptsächlich besteht ja darin, wenn sie einfach mal gar nicht ankündigen würden, da würden sie auch hundertprozentig auch mehr Leute finden, denen sie das Hartz IV auch abziehen können. Ich Naja, na. ich verstehe sowieso nicht immer ganz, warum alle immer Hartz IV so schlimm finden. Ich meine, klar, es ist richtig nervig und ich weiß auch gar nicht, warum das eingeführt wurde. Arbeitslosengeld reicht ja eigentlich schon völlig aus. Naja, das Arbeitslosengeld ist so eine. Okay, ist schon was, aber das Hartz IV bezieht sich immer auf länger. Das Hauptproblem sehe ich ja darin, dass. Ja, warte mal ganz kurz, wir brauchen Carbon Plates und also wir brauchen 4 Carbon Plates und 4 Advanced Alloy. Ja, das Hauptproblem Haben sehe aber ich kein ja. Kupfer. Ja, das Hauptproblem sehe ich ja hauptsächlich darin, dass die Leute das beziehen, auch wenn sie nicht arbeiten gehen. Für mich persönlich ist das so, sie müssten mindestens, also wenn sie jetzt das volle Hartz IV beziehen, so wie jetzt im Moment, sollten die, was weiß ich, mindestens, ich sage jetzt mal, einmal im Monat versucht haben, sich zu bewerben oder wenigstens irgendwo, weil das ist im Großteil einfach nur ein Witz. Also, ich meine, das Hartz IV, so 400 €, wenn man es richtig angeht, kann man sparen. Okay, wenn man Gamer ist, natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Nee. Aber ansonsten. Das wäre eigentlich auch mal so eine extra. So eine. So dass man zum Beispiel das volle Hartz IV bekommt, wenn man zum Beispiel zockt, ne? Klar. Moment. Ja, voll ein Traum. Uns hapert es echt an allen Mitteln hier.
So, jetzt brauchen wir nur noch Carbon Plates und die machen wir aus. Kohle Dust. Haben wir davon noch was? Nein, das ist zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. So, das noch kurz machen. Gut, so. Zack, 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 zack. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Scheiße. So, das soll jetzt mal reichen. So. Ja, ich weiß, ich bin stinklangweilig. 4, so. Ich will kurz auf den Laufenden zahlen, ich mache gerade den Mats Fabricator. Ich weiß gar nicht, was der jetzt gerade macht, warum der auf einmal sich verdünnisiert hat. Das schon mal hier so. Zack. Und noch die 4 kaputten Platten brauche ich noch. Sind denn die Overclocker abgrenzen, die anderen? Zwei raus. Und es ein Tick schneller geht, wieder schneller zum Ziel kommen. Oh. Aua. Spacko, Spacko. So, wo waren wir? Wegen dem Thema? Hart. Ja, ich meine, wie weit? Das mal, also ich habe gesagt, dass ich es nicht nachvollziehen kann, warum man sowas überhaupt einführt. Und wir haben einen, übrigens, wir haben jetzt einen Mess Fabricator. Nice. Kann ich den aufstellen, weil ich weiß wohin. Ja, klar. Ja, die hier kabelst du. Oh Gott, die hat echt. Das ist nice, das wusste ich noch nicht. Was? Zack, zack, zack. So. Hier haben wir doch noch. Ich habe da übrigens doch noch Copper, aber nur Copper Ingots. So, jetzt brauche ich noch eine Wooden Pipe. Wir haben sogar eine. Ja, das ist gut möglich. Wir keinen Redstone mehr, das wird's verarschen. Vielleicht. Doch, 22 haben wir noch. So. Haben zu wenig Glasfaserkabel. Wir haben, wir hatten doch noch irgendwo. Das Wir hatten eins. nämlich 3 Stück oder so. Und vor allem zu wenig Rubber. Wie Scheiß immer. drauf. Wieso warst du jetzt eigentlich so lange AFK? Weil ich noch mein Handy gesucht habe. Wieso weißt du nie, wo dein Handy ist? Weil ich das so schon seit Freitag suche. Ist jetzt gefunden?
Ja. So, und ich brauche noch mal 6 Glas. Ja, in der Holzkiste müssen Ja, noch ich drei weiß, ich sein. sehe es gerade. Es fehlt so krass an Tinne-Tinne oben. Tinnen und Copper. Wahrscheinlich ist es bei uns ein bisschen langweilig zuzusehen, weil wir schon ziemlich viel kennen. Ja, weil wir einfach gerade nicht viel reden. Wir müssen uns auch ein bisschen konzentrieren. Ja, aber ich meine, Hartz IV ist jetzt nochmal kurz das Thema, nochmal um das Thema für mich persönlich abzuschließen. Hartz IV ist für mich in dem Sinne unnötig, weil es ja eigentlich jeder bekommen kann. Ja, auch wenn er nicht gearbeitet hat. Für mich sollten es nur ausgewählte Personen kriegen, die wirklich zu wenig Geld im Job verdienen. Oder Zum zumindest Beispiel. versuchen, immer eine Jobstelle zu bekommen. Wäre eigentlich ziemlich, wäre auch eine Ja, aber gute dafür Idee. kriegst du ja auch Arbeitslosengeld. Ja, aber auch eine Idee wäre, wie heißt es, dass die einfach, dass es denen einfach gemeldet wird, wenn sie sich irgendwo bewerben oder so. Naja, das kannst du ja machen. Du kriegst ja Geld für, wenn du dich irgendwo, du kriegst ja Geld dafür, wenn du dich irgendwo beworben hast. Vom Arbeitsamt. Aber halt nur für die Bewerbung halt. So. Badbox kommt jetzt mal weg, die gibt viel zu wenig aus. Ja, das kann sein, das kann sein. So. Siehst du das schon hier unten rechts in der Kiste? Der hier. Ja, fast Fehlt halt fertig. noch na, die Electronic Circuits fehlen mir halt bis noch 32 auf jeder Seite und dann muss ich halt brauche ich halt noch Tin für die Batterien noch. Ich brauche 32 Batterien angenommen. Ja. Ist noch ein bisschen viel. Aber bald sind wir fertig mit dem. Haben wir bald ein Medium Voltage. Wir haben auch schon ein Yu-Yu, ne? Also ein Yolometer. Ein Yolometer. Yep. Nice. So, wenn die Folge vorbei ist, dann ist mal wirklich für mich für heute Schluss. Dann haben wir auch wirklich viel geschafft, ne? Oh ja. Meine, was will man momentan mehr? Ich gehe jetzt mal kurz rüber zu Philipp und klaue ein bisschen Rubber. Ich meine, das wächst alles hier nach, keine Sorge. Jetzt, wo das Server sowieso mal wieder anbleibt. Hoffentlich. Naja, vorhin, als wir aufgegangen sind, muss er nicht erst starten. So. So. Du. So, da rein, das nehmen hier. Copper Cables. So, die Turtles arbeiten schön. Ja, das ist jetzt alles gerade ein bisschen monotone Arbeit. Ja, bei dir besonders. Ich meine, die müssen das ja auch verstehen. Wir wollen ja auch immer unser Haus fertig kriegen. Ja. Eigentlich wollen wir nur die weitesten sein. Ja.
Aber wir müssen sehen, Leute, wir nehmen uns eben die Zeit dafür, sind auch die Parts auf Maximallänge. Ja. Du machst jeden Tag eine Folge, ne? Ja. Sogar sonntags, ja. Das wird schon was heißen. Am Sonntag habe ich besonders viel Zeit, aber ich werde Rechner dann auf Energiesparmodus dann setzen, wenn ich dann fertig gezockt habe, ne? Weil momentan ist er auf Höchstleistung. Werde ich ab sofort immer so machen, wenn ich aufnehme. Uranium. Dann läuft das Ding. Wofür brauchen wir eigentlich Amber? Für Magiezeug, aber ich würde persönlich das eher für die Blöcke benutzen, die man da rauskriegt. Was kriegt man daraus? Ember-Blöcke. Sieht ziemlich cool aus. Mit denen kann man sonst aber nichts weitermachen. Nö, nicht wirklich. Außer für Magie zum Beispiel. Nice. Ich muss mal gucken, auf welche Tiefe ich überhaupt graben darf. 64. So, ich kann nicht mehr rennen. Muss essen. Das ist mir wieder eine Wisp, das verpiss ich mal. Jetzt geht's aber ab hier. Das gewittert hier richtig hart, ja. Nice, Peter. Okay, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst, dass meine magische Schaufel kaputt gegangen. Ja, soll vorkommen. Da rein, das noch da rein. Zombie-Fleisch. Wir können uns auch da mal diese XP-Farm bauen mit diesen Zombie-Brains, ne? Kannst du schon mal deine Solarteile hier ans Kabel packen? Ja, gerade regnet es, also. Aber ich kann das machen, ja. Wo an welches Kabel? Ja, ich kann die noch oben draufstellen, aufs Kabel drauf. aber packst du erstmal dahin. Außer da. Und jetzt hier auf die Kabel. Oh, ey, wird mir denn hier dauernd gestört? So. Oh, der Induction Furnace und der Rotary Maze Raider, die waren schon wieder komplett, ist wieder unten, ne? Ja, ich weiß, ich mach die auch extra aus. Warum denn? Damit der Strom hier weiter angeht an die MFE. Sag mal kurz, kann man jetzt gleich pennen gehen? Wäre schön, ne? Ja, geh kurz pennen. Für die Solarpanels. Da seht ihr diesmal den kompletten Verlauf, ne? Richtig viel, du. Jetzt mal aufzuregnen. Ja. Jetzt. Und die Solarpanels, die hauen jetzt richtig rein. Eins steht fest, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir erstmal wieder out sind. Oh ja. Vor allem mit unserem Liquid Transposer, unserem Eisentank, Alter, ganz ehrlich. Was wollen wir mehr? Wir haben gewonnen. Leider geil.
das ist einfach nur monoton, die ganze Zeit den ganzen Kram hier einzuschmelzen, zu Dust und dann wieder zu Barren zu machen, immer hin und her, hin und her. Tja. Und dabei immer festzustellen, dass man zu wenig Kram hat. Immer auch zu wenig Redstone, ne? Wir haben keinen Redstone mehr. Verballerst aber in letzter Zeit ganz schön alles, ne? Ja, wir brauchen das. Für das eine Medium Voltage Solar Panel. Wie man will. Ja, wenn wir das dann haben, dann können wir das auf die Quarry stellen und damit können wir irgendwo anders platzieren und dann Maximum ausschöpfen und haben wir auch übel viel Ressourcenüberschuss. Und wenn wir Yu-Gi-Oh! Meta haben sowieso. Guck erstmal, wie weit die ist. Was? Dingens. Produktion. Nice, wir sind auf Ebene 18 runter. Die Quarry, ja, die ist schon fast fertig. Ja, die Schlucht hier erstmal schön ausgegraben. Jetzt finden wir gleich. Hat die schon Diamanten gefunden? Nee, ne? Ja, ist gerade mal auf Ebene 18. Glaubst du, sie findet auf der ersten Ebene was? Naja, kann ja sein, dass man mal einen Diamanten findet. Haben die Turtles eigentlich auch eine Kiste? Nee. Dazu müsste ich Excavate machen. Okay. Allerdings mache ich die ganze Zeit nur Tunnel. Die Kiste oben von der Curry ist fast voll, ne? Schon wieder übel viel Marmor. Hä, das ist so krank. Mein Jetpack ist alle. Mal an. Seit der MFE füllt sich gar nicht mehr. Da wird alles weitergeleitet. Wir haben schon 6 Yolometer. 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 Sorry. Na, für mich ist das einfach Yolometer. Silber. Noch mehr Silber. Die haben so viel Lead, oder glaube ich. Ja, 24 Stück wieder. Sag mal, ist das irgendwie ein Scherz von der Lava? Wieso? Ich hab das Gefühl, die will mich langsam hier verarschen. Ist das ja auch. Oha. Tünn. Her damit. So. So, komm. Schon 12 Urane. Alter, es wird so viel Strom gezogen, dass der Rotary Maze Rater gar nicht mehr auf 7000 hochgeht, sondern auf 1700 hängen bleibt. Na, was willst du mehr? Der Induction Furnace auch gerade mal bei 18 jetzt gerade ist. Also jetzt wird das Produzieren noch langsamer. Treibst du den auch mit dem Lava-Tank? Also den. Okay. Wo ist eigentlich mein Jetpack? Nicht ganz aufgeladen. Wir haben so viel Silber.
fast 5 Stacks, was soll man mit dem ganzen Silber? Irgendwas machen. Ja, das wäre vielleicht keine gute Idee. Okay, die Kiste ist überladen. Welche Kiste? Welche? Nimm sie raus und schmeiß alles in den Recycler rein. Wie viel hier liegt? Ich schmeiß das jetzt einfach alles in die Doppelkiste, wo die Stirling Engines alles in die Void Pipe pumpen. Ich meine, Cobblestone produzieren wir so oder so genug. So, die Turtles sind auch schon wieder fertig. Oh ja. Junge, Junge, wir sind hier echt am Meisterwerken. Alter, hast du den schon wieder ausgeschaltet? Hast du mir anscheinend noch nie zu, ne? Induction Furnace. Nö. Warum schaltest du den immer aus, Mann? Der produziert so langsam. Na, anscheinend hört er echt nicht zu, Leute, ne? Warum schaltest du den dann immer aus? Zum dritten Mal, damit der Messfabricator noch mehr Strom kriegt, damit das schneller geht. Genug Strom. Das sagst du. Du weißt nicht, wie viel meine Definition von genug ist. Er kriegt genug. Alter, wenn der über Nacht anbleibt, dann ist das ja wohl easy peasy. Bis wir das nächste Mal aufnehmen, ist das Teil durch. Definitiv. Was eigentlich, wenn du da mehr Lava und mehr Wasser reinmachst? Geht das dann schneller? Gar nicht. Ich könnte theoretisch das Ding an den Lavatank anpumpen, müsste dann auch einen Wassertank machen, da könnte ich Obsidian herstellen. Könnten wir uns Eisen machen ohne Ende. Ja, aber Eisen haben wir jetzt eigentlich genug. Brauchen wir jetzt eigentlich für fast gar nichts mehr. Ja, aber könnten wir aber zu Gold machen und das wiederum zu Diamant, ne? Checkste? Ja. Wie das ganze Zeug einfach in die Void Pipe zu pumpen wird. Es wäre ziemlich witzig, wenn das dann alles, wenn dann jemand anders eine Void Pipe benutzt, dass alles zu dem reingeht. Alter, der würde sich so verarscht fühlen, weil die ganze Void Pipe, die muss ja irgendwann. Es wäre wirklich ziemlich lustig, wenn die überall voll wäre und bei jemand anders dann alles sofort raus explodieren würde. Alter, wie assi das wäre. Oh, die Möglichkeiten. Sind wir nicht schon wieder drüber? Wir sind bei 29, würde dann aber auch jetzt aufhören. Jo, das finde ich so gut. Also wir sind, man merkt wahrscheinlich schon, dass wir ein bisschen jetzt auch fertig sind. Ganzen Tag aufgenommen. Nix gesehen, jetzt sagen wir einfach gar nichts mehr. Ja. Also ich werde wahrscheinlich jetzt, ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist, aber ist ja wahrscheinlich nicht, obwohl der Server wird ja noch die ganze Zeit laufen. Die Turtles haben auch angehalten, ne? Ja, ich weiß, die sind ja auch schon fertig. Und dann würde ich erstmal sagen, dann hören wir jetzt auf hier, ne? Ja, Moment, ich komme noch zu dir gelaufen und dann schmeiß noch kurz das Copper an den. Ich wollte das Ding nämlich gerade ausmachen, ne? Ja, ich weiß, lass das noch kurz das Copper durchlaufen und dann. Ja, das Koffer wird jetzt noch durchgeschmolzen. Dann Leute, ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, ist wahrscheinlich noch kurz auf dem Server bleiben. Den Messfabrikator die ganze Zeit nachlaufen. Ich werde da wahrscheinlich auch schon anfangen zu rendern und anfangen hochzuladen und mal gucken, wann ich rausfliege. Ich gehe essen und pennen. Ja, bei mir das selber. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.